Hallo und herzlich willkommen zum Infinity LP. Joa, mal wieder eine ganze Weile seit der letzten Folge. Ich kann auch in letzter Zeit nicht sonderlich viele Folgen machen, aber ich wollte unbedingt mal zeigen, was sich so getan hat. Zuerst einmal habe ich, glaube ich, den Raum hier nochmal vergrößert. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Dann, ja, hier sammelt sich immer mehr Erfahrung, klar. Die Quarry hat ein paar Essence Berry Bushes gesammelt, die geben ja auch Erfahrung. Habe ich hier mal aufgestellt. Ich meine, wir haben irgendwo anders noch welche, oder? Wir hatten noch mal draußen welche stehen. Muss ich mal nachschauen. Joa, dann habe ich mal ein klein bisschen Eisenerz verarbeitet. Oh, und Golderz auch, klar. Das zeige ich gleich. Erst einmal. Oh, sogar ein besonderer. Hat er mir jetzt allen Ernstes nur 10 Münzen gegeben? Nichts mehr. Wow. Na danke. Zu spendabel. Gut, jetzt kann ich es auch in Ruhe zeigen, weil jetzt ist kein blöder Lärm mehr. Also, hier habe ich angefangen, ein kleines Lager zu machen, denn wir hatten bisher das Problem, dass bei der Quarry der ganze Cobblestone in einen Cache gelandet ist und der war irgendwann voll. Und irgendwann war ich leid. Ich habe den, glaube ich, anfangs dann immer wegschmeißen lassen, den Cobblestone, also zerstören lassen, aber das war mir langsam zu blöd. Aus irgendeinem blöden Grund lässt sich der Kram da nicht raustrichtern. Ah nee, da liegt das Problem. Na gut, fangen wir besser mal hier an. Das ist das Hauptteil. Ich wollte halt den Cobblestone behalten, weil Cobblestone wird immer praktischer im Laufe der Zeit. Und deshalb habe ich einen sogenannten Machine Inventory Manager gecraftet. Ach du Scheiße, wurde gerade mein Feed the Beast Konto zugespammt. In dem Moment, in dem ich den geöffnet habe, kamen da irgendwie 10 neue Zeilen rein. Die habe ich auf dem linken Bildschirm. Also, der Machine Inventory Manager von Steve's Factory Manager ist der Hauptblock der Mod. Und die Mod ist relativ cool. Der kann so ziemlich alles und das umsonst. Man muss nur ein bisschen damit umgehen können. Und das kann ich nicht mehr. Ich konnte es mal. Aber derzeit bin ich ziemlich ruhig und es hat auch lange gedauert, bis ich das hier wieder hinbekommen habe. Und ich weiß auch nicht, wo vorher das Problem lag. Es hatte nur aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Das Ganze funktioniert so: Man kann hier ganz viele Command-Teile hinzufügen. Das heißt zum Beispiel ein Auslöser, also Trigger. Dann, was passiert, passieren soll. Irgendwelche Zusatzbedingungen, was dann gemacht werden soll. Ja. Und ich habe das Ding bisher zum Craften hier benutzt. Das heißt, der Trigger, der Auslöser, ist ein Intervall. Jede Sekunde habe ich eingestellt. Ja, das bedeutet, jede Sekunde wird ausgelöst. Der Auslöser ist quasi die Zeit. Jede Sekunde passiert etwas. So, gehen wir weiter. Das ist mit dem Input verbunden. Input bedeutet, die Maschine nimmt Items zu sich, um damit etwas zu tun. Das heißt, man muss erst einen Input festlegen, damit die überhaupt irgendetwas mit Items machen kann. Als Input habe ich dieses Barrel festgelegt, das ist das, wo der Cobblestone drin ist. Man kann auch eine Richtung eingeben, von wo aus geinputet werden soll. Das ist bei Barrels relativ egal. Und dann kann man eine White- oder Blacklist anlegen. Whitelist bedeutet, er nimmt nur Items an, die hier gelistet sind. Das heißt, wenn man keine Items drin hat, dann hat er eine Whitelist und keine Items drin. Das heißt, er nimmt gar nichts an. Wenn man eine Blacklist nimmt, nimmt er alles an, außer die Sachen, die drin sind. Ja, sicherheitshalber habe ich den Cobblestone gewhitelistet und Whitelist reingesetzt. Das heißt, er kann auch nichts anderes annehmen. Dann habe ich einen Craft dazwischen geschaltet. Also, er kann nur aus diesem Barrel sich Items inputten und dann wird gecraftet. Also er nimmt sich Cobblestone und craftet dieses Rezept. Compressed Cobblestone. Ja, Priorität ist egal, das habe ich bis heute kaum verstanden.
Und Excess Inventories, da muss man irgendetwas festlegen, wo Überschuss abgelegt wird. Das heißt, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Das ist, glaube ich, auch eine relativ neue Funktion. Ich glaube, er kann sich pro Sekunde 9 Stück nehmen. Oder 10 Stück. Nee, ich glaube, standardmäßig nimmt er sich 10 Stück. Und ja. Dann craftet er damit. Wenn er nur 9 verbraucht, dann hat er halt eins übrig. Und das muss dann irgendwo hin. Und dafür ist das Excess Inventory da. Da habe ich wieder den Cobblestone Barrel hingesetzt. Aber irgendwie funktioniert das, glaube ich, trotzdem nicht so ganz. Es hatte rumgesponnen, als hier das Fass meistens noch leer war und nicht festgelegt war. Da hat er dann da irgendwie Cobblestone reingelegt. Ich verstehe nicht weshalb. Früher hatte sowas besser geklappt, aber in dieser Infinity-Version irgendwie nicht mehr so. Ja, also er craftet quasi Compressed Cobblestone und dann wird ein Output festgelegt, weil er muss ja dann irgendwas damit tun. Output into this barrel. Das ist das. Das heißt, hier kommt Compressed Cobblestone rein, der in diesem Vorgang gecraftet wird. Ja. Richtung ist wie immer egal. Items habe ich einfach Blacklist. Also alles, was erzeugt wird. Dann habe ich einen zweiten Trigger gemacht. Das ist dasselbe, nur eben diesmal mit Compressed Cobblestone, weil es wurde zu viel Compressed Cobble. Hier haben wir jetzt Triple Compressed Cobble. Den stellen wir hier her. Ganz cool, oder? Ja. Dann habe ich hier ein bisschen Flints gelagert, weil die waren bei der Quarry en masse und das hat genervt. Also ich muss gerade echt erstmal alles wiederholen, was ich jetzt gemacht habe. Ist wieder mal eine ganze Menge gewesen, also nicht wundern. Und außerdem, onscreen wollte ich das nicht machen, das ist zu viel Arbeit, deswegen zeige ich es jetzt halt nur. Also, ja, das ist halt mein Stil. Solche Sachen ab und dann mal offscreen machen und die dann halt eine Weile lang im Video erklären. Sorry, falls das zu lange dauert. Nicht mein Problem. So mache ich halt meine Videos. Ja, also Flints waren bei der Quarry der Zeit sehr viel, genauso wie Eisenerz habe ich halt alles, die habe ich halt hier gelagert und weitere Lagermöglichkeiten mal hingemacht. Hier ist das ganze Eisen. Oh. Hergestellt. Ne, da war nur ein Rest drin. Okay. Ja. Dann. Ja. Dann hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen was mit Blood Magic gemacht. Ich glaube, ich habe noch viel mit Blood Magic gemacht. Habe ich den Kram überhaupt schon gezeigt gehabt? Muss ich gleich mal kurz nachschauen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen unvorbereitet. Aber ich kann in letzter Zeit halt nicht so viel aufnehmen, von daher wollte ich die Gelegenheit jetzt mal ergreifen. Jedenfalls, um Blood Magic zu benutzen, müssen wir uns selber Schaden zufügen derzeit. Das zehrt verdammt viel an Nahrung. Wir hatten ja echt fast schon Nahrungsprobleme, beziehungsweise mussten alle 3 Minuten gefühlt Weizen ernten. Ja, woher haben wir jetzt die 5 Stacks Brot, fragt man sich. Ganz einfach, ich habe festgestellt, dass wir AgriCraft in der Mod haben, im Modpack, was ich gar nicht wusste. Und. Ja. Falls ihr nicht wisst, wie AgriCraft funktioniert, bei AgriCraft gibt es sogenannte Crops, Crop Stick, ja, Crops. Die kann man halt alternativ benutzen, um Pflanzen anzubauen. Und ja, wenn die Pflanzen dort angebaut sind, dann werden die Samen quasi überschrieben. Es sind jetzt quasi die AgriCraft. Das ist jetzt quasi die AgriCraft-Version von Crops. Die haben 3 Eigenschaften. Beziehungsweise, wenn man irgendwelche nimmt. Ich muss kurz versuchen, das zu erklären. Hier, unidentified. Es ist kein normaler Seed mehr. Wobei theoretisch ist es ein normaler. Aber da steht jetzt unidentified. Das bedeutet. Wir wissen nicht, welche Eigenschaften er hat. Das steht bei den Standarddingern nicht drin.
Aber bei denen, die aber in AgriCraft-Dingern Crops drin waren, steht das ab sofort drin. Die können wir jetzt analysieren und man sieht Growth 1, Strength 1, Gain 1. Auch die Standard können wir identifizieren. Man sieht, es sind im Grunde dieselben wie die, die einmal im Cropstick drin waren. Ja, das war es im Grunde auch schon. Das heißt, man findet überall quasi Pflanzen mit Standardeigenschaften. Die AgriCraft-Eigenschaften sind alle auf 1, aber man kann sie halt mit AgriCraft verbessern. Dazu macht man sogenanntes Crossbreeding. Man würde halt hier zwei Crops hin platzieren, so. Und dann würde man ein wenig warten mit ausgewachsenen Pflanzen daneben. Und dann würden entweder Weeds, also Unkraut, dort sprießen. Weeds können die Pflanzen vernichten, wenn die ausgewachsen sind. Dann wachsen die halt weiter auf die umliegenden Crops, wo halt teilweise dann wertvolle Pflanzen sein könnten, und zerstören die. Von daher sollte man niemals Cropsticks unbepflanzt lassen, sonst finden dort Weeds, also Unkräuter, Fuß und zerstören all deine Pflanzen im Laufe der Zeit. Ja, und alternativ, statt Weeds können halt auch dann die Pflanzen drüber wachsen. Es muss nur eine ausgewachsene Pflanze daneben sein und die kann dann quasi über diese Schrägbalken rüber wachsen. Das ist quasi mit dem Pflanzenwachstum, es besteht immer eine gewisse Chance dafür. Ja, entweder kommen dann halt Weeds dran oder halt die Pflanze, die daneben ist. Wenn nur eine Pflanze daneben ist, dann wird das eine exakte Kopie her von den Eigenschaften sein, weil, wie gesagt, man sieht ja oben im Tooltip, nee, Tooltip ist das da, das was da unten dann auftaucht, Stone Boundary, Reinforced One, etc. Aber da oben halt in der Info, ja, die AgriCraft-Pflanzen haben halt alle drei Eigenschaften. Ja, wäre da nur eine ausgewachsene Pflanze, dann wäre das definitiv eine exakte Kopie von den Eigenschaften her. Sind da zwei, dann wird sie besser. Dann wird sie mindestens eine Kopie einer der beiden Pflanzen, aber in nahezu allen Fällen wird mindestens eine Eigenschaft verbessert. Und so verbessert man halt die Pflanzen mittels AgriCraft. Man macht hier so einen Crossbreeding-Platz, also halt diese zweiten Crops da dran, wartet eine Weile, beziehungsweise hilft mit der Watering Can nach. So, weil das erhöht ja die Tickrate. Und ja. Im Endeffekt kommen dann halt bessere Pflanzen raus, dann reißt man die alle ab. Ah ja, am besten ist es halt, wenn von allen vier Seiten ausgewachsene Pflanzen sind. Das heißt, ich hatte quasi hier noch eine Erde stehen, vier ausgewachsene Weizen, in der Mitte dann die doppelten Crops, gewässert, bis was rauskam, entweder Weeds, die ich dann zerstört habe und naja, die Crops hingestellt habe, oder ein Samen. Den habe ich dann sofort abgebaut, analysiert und dann einen der zu dem Zeitpunkt noch schlechteren Weizen dadurch ersetzt. Dadurch kamen hier wieder bessere Eigenschaften raus und so habe ich der drei nach immer weiter ersetzt, bis hinterher ein Samen mit Eigenschaft 10, 10, 10 rauskam. Das sind die besten. Die wachsen am schnellsten, bringen auch am meisten Weizen, also bringen nicht nur einen Weizen, sondern ich glaube immer vier. Ja, genau. Und so funktioniert das Ganze dann halt grob. Ich kann das jetzt schlecht zeigen, weil der Weizen hier ist halt schon komplett fertig. Vielleicht mache ich das irgendwann mal nochmal irgendwo. Aber ich wollte es jetzt halt nur grob erklären. Viele kennen die Mod vielleicht auch schon. Ja, und somit kann man halt viel effizientere Pflanzen machen. Zumindest von Vanille. Von Vanilla. Und nicht nur von Vanilla, sondern auch von Botania auf jeden Fall. Außerdem auch die ganzen Blumen kann man dadurch machen. Ja. Also das bietet alles schon seine Vorteile. Und so kann man halt der Reihe nach die ganzen Pflanzen verbessern. Weizen habe ich halt schon verbessert, maximiert und der wächst hier echt wie verrückt mittlerweile, wie man ja sieht. Ja, dann haben wir jetzt eine Viertelstunde mit Wiederholung und Erklärung verbracht. Wow. Schauen wir mal.
eins muss ich auf jeden Fall noch zeigen, was vielleicht auffällt. Oh ja, da fällt es besonders auf. Fällt etwas auf? Ich hoffe es. Das Ganze hier war bisher ziemlich unebenes Gelände und ich habe das Ganze hier stark abgeflacht, hier erstmal alles gerodet bis da hinten hin und ich werde irgendwann nach und nach die ganze Stadt anheben. Die Häuser hier werden wahrscheinlich eh nicht bleiben, das sind halt die typischen Dorfhäuser, die halt nicht sonderlich schön sind. Ich werde da vielleicht irgendwelche schöneren Häuser bauen irgendwo am Rand und ein paar Dorfbewohner reinsetzen, die da nicht raus können, mit Zaun drum oder so. Ja. Und irgendwo dann noch so eine Kammer, wo dann die Dorfbewohner halt auf engstem Raum leben dürfen. Ach, ich bin nett. Ja, aber hier ist es halt derzeit sehr schön. Alles sehr eben. Und hier habe ich jetzt auch die Eingänge richtig gemacht. Da war diese Reihe einen Block nach oben verschoben. Und so sah halt alles sehr hässlich. Es sah halt alles sehr hässlich aus. Und hier dieser Hügel, der grenzte direkt hier dran. Und das Ganze war hier noch zwei, drei Blöcke höher. Und ging dann hier noch runter. Ja, also ich habe das hier halt wirklich alles Stück für Stück terraformt. Hier vorne ist jetzt eine freie Fläche, die ich wahrscheinlich noch vergrößern werde. Gut, hier an den Bäumen sieht man es auch noch so ein bisschen, aber teilweise waren die Bäume da in der Luft. Hier so vier Blöcke drüber. Also hier war wirklich ein ordentlicher Hügel, dass hier sogar Stein mittlerweile frei liegt. Habe ich auch teilweise schon wieder ersetzt durch Gras. Der Stein ging teilweise schon hier auf der ganzen Wiese lang. Zudem habe ich die ganze Mauer verschönert. Das heißt, hier lag teilweise unten Erde frei, die habe ich durch Ziegel ersetzt. Ich habe den ganzen Rundgang hier fast großflächig begradigt, der war ja teilweise echt hässlich. Ging da noch zwei Blöcke runter und so. Da hinten war eine Riesensauerei an Blöcken. Es wird wahrscheinlich alles irgendwann auf einer Ebene sein. Und da man hier nicht gucken kann, naja, ich habe auch vor allem die Stufen hier schöner gemacht. Und auch hier an den Ecken, da war dann meistens so was ganz Hässliches. Ich habe alles halt wirklich schöner gemacht. Und da man hier halt nicht gucken kann und das irgendwie blöd ist, habe ich dann hier an der Spitze, wo es wirklich so ist, wie es sein soll, dann mal die Stufen noch eins runtergesetzt. Man könnte jetzt theoretisch von ein paar Skeletten abgeschossen werden, aber man kann dafür hier schön schauen. Und ich finde, es sieht einfach toll aus. Joa. 17,5 Minuten Wiederholung. Sorry, aber... Ich war halt fleißig und das musste ich halt jetzt mal alles erzählen. So, ich habe dann mal kurz nachgeschaut und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht gezeigt hatte, was ich nach dem Entzünden des Incense-Sticks, also des Räucherstäbchens, noch gemacht habe. Ich glaube, ich habe die Aufnahme dann abgebrochen gehabt. Aber... ich habe mal herausgefunden, was diese Leiste da links ist, die auftaucht, wenn man das Divination Sigil anhat, also die da. Ja, die zeigt an, wie voll das Soul Network ist. Sie richtet sich dabei scheinbar nach dem stärksten benutzten Blood Orb. Wir haben das Tier 3. Das hat eine Lagerkapazität von 150.000 Life Points, also wie kann unser Soul Network maximal zu 150.000 Life Points aufladen. Höher geht nicht. Ja, und der Balken repräsentiert quasi die 150.000 Life Points und, also, nee, der rote Balken repräsentiert die Füllung des Soul Networks, das 150.000 Life Points fassen kann. So. Ja. Und dann möge man sich vielleicht mal fragen, woher zur Hölle haben wir all die Life Points? Ja, liegt daran, dass halt der Incense-Stick noch ca. 10 Minuten oder so funktioniert hat und ich hier halt stand und gerechtsklickt habe wie blöde. Oh, ich glaube, es ist voll. Ja. Gut, wir haben kein Brot. Leider war der Incense Stick leer, bevor wir fertig waren, aber 125.000 Life Points sind schon eine ganze Menge. Beziehungsweise jetzt 135. Wir kommen dem Ziel näher. Ja, ach ja, das sind Speed Wounds, die erhöhen die Geschwindigkeit, indem die Prozesse dort ablaufen. Die erhöhen
nicht den Verbrauch, verringern ihn auch nicht, also werden nicht irgendwie effizienter, sondern sie erhöhen lediglich die Geschwindigkeit, bei der halt der Vorgang stattfindet. Hat mich nämlich ein bisschen genervt gehabt, wie das ablief. Ich habe eine Zeit lang quasi hier Bohnen hergestellt. Genau, mit denen wollte ich diese Folge was machen. Ich habe da das vorbereitet. Gut, stimmt ja. Ich habe eine ganze Menge Runen produziert im Nachhinein und der Blattaltar war halt am Anfang voll. Ich habe ihn halt irgendwann mal voll gemacht, dass da 10.000 Lifepoints drin waren. Und es hatte mich halt irgendwie gestört, dass wir uns fast schneller regeneriert hatten, als der leer wurde. Das heißt, wir haben quasi, wir hätten effizienter sein können. Das heißt, teilweise war meine Energie voll und der Altar war voll. Das heißt, ich konnte nicht regenerieren. Es war gegen Zeit, in der ich hätte regenerieren können und somit quasi weitere Lifepoints hätte hergestellt indirekt, weil mehr Energie ist ja mehr Lifepoints. Aber ja, wie gesagt, Lifepoint-Menge in dem Moment war fast voll und wenn ich in dem Moment was abgegeben hätte, dann wäre die Hälfte davon flöten gegangen, weil der Altar halt fast voll wäre. Ich war halt die ganze Zeit am Stein zu Slates machen. Deshalb habe ich 5 Speedwounds schnell gemacht. Sind auch nicht teuer gewesen. Ein bisschen Zucker und ein bisschen Stein und ein bisschen Slates. Ja, und dadurch wurde es dann alles schneller. Und dann kam ich schneller an mein Ziel, welches da gewesen wäre. 32 Reinforced Slates. 32 sind vielleicht auch ein bisschen viel, aber ich wollte so viele. 32 Stück. Das ist eine ganz gute Menge dafür, dass wir noch keinen so guten Alter haben. Naja, und ich habe einen dritten Endeflux-Crystal gemacht, weil mir ging die Ellorium-Herstellung mal zu lahm. So. Die Frage ist jetzt, was wollen wir mit 32 Reinforced Slates? Wir wollen Rituale machen. Blood Magic fügt nämlich auch Rituale hinzu. Die habe ich in der vorigen Folge Gwevin Skies 2. Ich glaube, es war echt die Folge, die ich gestern veröffentlicht habe. Habe ich genau dasselbe Ritual gemacht, auf das ich es hinarbeiten möchte. Nämlich das Ritual of Binding. Oder Binding, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Vielleicht ist es auch regional. Dafür brauchen wir Ritual Stones. Ritual Stones. Ganz viele und ein Master Ritual Stone. Ja, brauchen Obsidian und Ritual Stones, der Master Ritual Stone. Und die Ritual Stones brauchen Obsidian und Reinforced Slates. Rituals, also Rituale, das ist eine große Funktion von Blood Magic. Blood Magic ist sehr vielfältig, das hat nicht nur diesen Altar, sondern auch ganz viel anderen Kram. Allerdings ist der Altar halt der Hauptpart und der wichtigste. Von daher ist der halt am erwähnenswertesten. Oh, bisschen viel Obsidian. Egal. Halt, hier rum. Stelle jetzt einfach mal das Maximum her, weil wir werden es brauchen. 32 könnten zu wenig sein, aber mal sehen. So, wir brauchen dann noch den Master Ritual Stone. Dadurch, dass ich das vorgearbeitet habe, können wir jetzt halt wirklich effizient und schnell arbeiten. Von daher dankt mir. Dankt mir, dass ich euch Zeit erspare. So, dann brauchen wir übrigens noch Lifepoints, fällt mir gerade ein, denn. Ja, dazu kommen wir gleich. So, Switch of Binding. Die Rituale sind halt wirklich ziemlich coole Dinger. Die stellt man auf und die haben halt eine ganz bestimmte Form, an die man sich halten muss. So, nein, so. Ja, jedes Ritual, es gibt ganz viele mit den verschiedensten Effekten und teilweise sind die echt cool. Ich habe, glaube ich, noch nie ein anderes als das Ritual of Binding gemacht. Soweit kam ich einfach nie. Ich habe mit Blood Magic einfach nie so lange gearbeitet. Jedes Ritual hat eine ganz bestimmte Aufstellung, die genau befolgt werden muss. Also man kann da nicht irgendwie rumprobieren oder so. Die sind wirklich alle ganz spezifisch. Man muss sich dran halten. Und als wären es nicht, als wäre es halt nicht schon schwer genug,
hier halt die ganzen Ritual Stones in der richtigen Position aufzubauen. Die da übrigens so wäre. So geht das Ritual of Binding, zumindest von der Bautechnik her. Hilfe! Mach doch nicht so einen Lärm da hinten. Guinea Pigs being Guinea Pigs. Als wäre das nicht genug, so ist das Ganze noch nicht einsatzbereit, müssen wir die Dinge auch noch anmalen. Dafür gibt es spezielle Stifte sozusagen. Hier ist eins, Elemental in da. Storm ist neu, das kenne ich noch gar nicht, aber das hier kenne ich schon. Naja, jedenfalls, die vier Farben braucht man für die meisten Rituale oder für ein paar zumindest. Dann gibt es Rituale, die auch noch das hier brauchen. Die schwarze Farbe, Dusk. Der Unterschied, den sieht man im Teal. Die vier Farben lassen sich mit einem Teal 3 Altar herstellen, also dem da. Dusk lässt sich erst mit einem Teal 4 Altar herstellen. Und für Teal 4 brauchen wir einen Block, den man nur über einen Vorgang bekommt, den man mit dem Ritual of Binding macht. Ja, vielleicht geht es auch ohne diesen Vorgang. Vielleicht geht es mit Splash Potions of Weakness. Aber das möchte ich nicht unbedingt ausprobieren, weil das ist langweilig. Selbst wenn es gehen würde, wir müssen dieses Ritual machen. Das gehört einfach dazu, zu Blood Magic. Mit dem Ritual of Binding kann man verschiedene Items verändern, einen Veränderungsprozess durchziehen. Unter anderem Diamantwerkzeug. Und wir müssen, um weiterzukommen, ein Diamantschwert in diesem Ritual of Binding behandeln. Genaueres dazu kommt eigentlich noch, wenn wir geschlafen haben, weil ich mag kein Monster hier. So. Also, das Ritual of Binding muss wie alle anderen Sachen irgendwie angemalt werden. Dafür brauchen wir halt verschiedene Kreide. Lapis und Gastränen fehlen noch. Haben wir überhaupt noch Lapis? Ja. Gut, ich habe noch nicht alles aufgebraucht. Ah ja, ich habe die Spitzhacke jetzt übrigens auf Tier 3 Lapis. So. Und falls die Frage aufkommt, weshalb ich hier alles zweimal jetzt nehme, da man auch nur eins braucht, um einen Vorrat zu haben. Ich habe den Vorrat zwar noch nie gebraucht, in keinem Modpack, glaube ich, außer einmal, als ich mich halt schwer vertan habe beim Anmalen. Da musste ich dann hinterher alles umändern und es hat dann die Kreide aufgebraucht. Aber es gibt halt, wie gesagt, sehr, sehr viele Rituale. Und wir werden, da ich dieses Modpack halt lange spielen möchte und hier so ziemlich alles machen möchte, auch einige mehr machen. Von daher machen wir uns definitiv einen kleinen Vorrat. Das mache ich einfach immer so. So. Fangen wir mit denen hier an. Zack. Wie viel Lifepoints brauchen die? 1000. Okay. Wir brauchen also insgesamt 8000 Lifepoints. Ja, haben wir hier schon drin. So,